Draußen war es ja heute wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und wie lange bleibt das denn dann jetzt so? Wir fangen an mit einem Hintergrundbild, das mir zugeschickt wurde. Hier mit diesem wirklich sehr, sehr kräftigen Gewitter im Hintergrund. Das ist nicht das einzigste Bild, was ich noch mitgebracht habe, sondern hier auch noch von dieser heftigen Superzelle, die sich gebildet hat in der Nähe von München. Und dann hat sich da am Ende eine heftige Gewitterfront, ja, entwickelt. Und vielen Dank an die Leute, die mir das zum Beispiel auf Discord zugeschickt haben. Nochmal vielen, vielen Dank. Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu dieser morgendlichen Wettervorhersage. Oder hier zu diesem Update generell, das jetzt hier am Mittag kommt. Schauen wir jetzt mal als allererstes noch nicht aufs Wetter. Und zwar fragen wir uns jetzt, ja, wann geht's denn eigentlich los? Das wird nach jetzigem Stand wohl der Mittwoch sein, wo sich dann die ersten wirklich heftigen Gewitter bilden können. Und da kommen wir immer noch nicht drauf. Und da habe ich jetzt als allererstes nochmal eine Info für euch. Und zwar, wenn ihr Gewitterfotos, Gewitterbilder habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com oder alle über Discord zu Justins Wetter. Jetzt legen wir aber los, schauen wir als allererstes mal auf die Wetterlage und da wäre dann doch eine straffe Südströmung dabei, die dann mit diesen ganzen Tiefs hier außenrum zu diesem wirklich sehr, sehr gefährlichen Objekt werden würde, mit einem Hoch Richtung Atlantik, dann noch einem Tief Richtung Skandinavien oder noch weiter eigentlich Richtung Nordosten und dann noch ein Tief wohl Richtung Italien nach jetzigem Stand. Und dann würde es dann doch sehr, sehr explosiv werden, mit schon am Mittwoch relativ kräftigen Gewittern hier im Süden. Und diese Gewitter werden ohne Windscherung agieren. Denn die Windscherung, die wird am Mittwoch, am Donnerstag sowie auch am Freitag nicht erhöht sein. Also werden wir es diesmal nicht mit der typischen Superzellenunwetterlage zu tun haben, sondern wir werden es eher mit Starkregenunwettern und Hagelunwettern zu tun haben. Das sind dann die Cape-Werte, die dann aktuell berechnet werden nach jetzigem Stand am Mittwoch, den 27.06. Und da ist er nicht der 26.? Ne, der 27.06. Und nee, der 26.06. Und dann hätten wir dann doch hier vor allem Richtung Westen bis in den Osten teilweise deutlich erhöhte Cape-Werte von teilweise bis zu 2000 Joule pro Kilogramm. Und die Temperaturen, die sind dann doch wirklich extrem heiß. Deswegen habe ich jetzt hier oben auch mal dieses wirklich sehr, sehr warme Heißluft- oder Hitze-Emoji hingemacht. Denn da werden wir es dann doch mit einer Wetterlage zu tun haben, die es in sich haben könnte. Dann kommt der Donnerstag und da würde es nach jetzigem Stand im Süden bis in den Westen kräftig krachen mit ebenfalls kaum erhöhter Windscherung. Vielleicht nur Richtung äußerster Nordosten mal die erhöhte Windscherung nach jetzigem Stand mit dabei. Schauen wir uns dazu die Cape-Werte an. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut einmal vom Süden bis in den Norden diese Cape-Werte, die dann doch hier deutlich erhöht sind nach jetzigem Stand. Und dazu, ja, wird es sehr, sehr heiß werden. Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad verbreitet über Deutschland. Da müssen wir dann doch jetzt vor allem am Donnerstag mit rechnen, am Mittwoch auch schon. Und da kommt noch die Info. Am Samstag wird es Richtung Osten noch wärmer werden. Dann kommen wir jetzt auf den Freitag. Da wird nicht viel Interessantes passieren. Vielleicht hier im Süden bis in den Osten dann noch deutlich erhöhte oder leicht bis mäßig erhöhte Cape-Werte, die hier aktuell berechnet werden. Und dazu das Icon-Modell. Wir gehen nochmal zurück. Hier das GFS, da das Icon, hier das GFS, da das Icon-Modell. Und das berechnet dann doch hier im Osten dann die noch deutlich erhöhte Cape-Werte, teilweise bis zu 1500, 2000 Joule pro Kilogramm. Einmal vom Süden bis in den Norden. Und die Temperaturen verbreitet dann noch sehr, sehr warm bis heiß. Vor allem hier im Osten bis in den Süden deutlich erhöhte Temperaturen mit Werten, die dann 33 Grad doch schon, an der 33 Grad dann doch schon kratzen könnten. Richtung Westen und Nordwesten generell ein bisschen kühler.
Hier werden wir nach jetzigem Stand Temperaturen bekommen, die dann zwischen 22 und 27 Grad liegen werden. Und dann gibt es einen Unwettersamstag nach jetzigem Stand mit wirklich sehr, sehr heftigen Gewittern. Und da würde sich dann eventuell sogar eine Unwetterfront bilden, einmal vom Süden bis in den Norden. Das Ganze würde dann nach Osten weiterziehen, könnte sich dann sogar noch verstärken. Und das Ganze da passiert im Zusammenhang mit einer Kaltfront. Wir haben nämlich hier im Süden bis in den Osten dann noch diese deutlich erhöhten Temperaturen mit deutlich erhöhten Kelbwerten. Und dann kommt auch noch eine Kaltfront nach Deutschland rein, die das Ganze dann nochmal deutlich verschärfen würde. Und die Kelbwerte werden dann doch deutlich erhöht. Das wäre dann der Tag mit den höchsten Kelbwerten, vor allem hier im Süden bis in den Norden. Und über die Mitte hinweg Kelbwerte bis zu 3000, 3500 Joule pro Kilogramm. Und das ist nicht ohne, wenn sich so eine Luftmasse bilden wird. Und da sind dann doch schwere Unwetter dann doch dabei. Und die Windscherung würde dann am Samstag auch ein kleines bisschen wieder zunehmen. Also das Ganze kann sich ein bisschen besser organisieren. Und die Temperaturen, ja, nur im äußersten Nordwesten relativ kühl mit 21 bis 25 Grad, sonst vom Süden bis in den Osten Werte, die dann aktuell berechnet werden, die dann bei 33, 34, 35 Grad liegen sollen. Und was man noch sagen kann, hier Richtung Südosten, wenn wir mal aus Deutschland rausgehen, teilweise 38, 39 Grad in Österreich werden hier aktuell berechnet. Die Niederschlagsmengen. Und da sehen wir dann doch vor allem im Süden einen Cluster, wo es doch einiges an Niederschlag geben wird. Bis in den Norden diese wirklich sehr, sehr niederschlagsreiche Zone. Nach äußerster Osten, Westen ein bisschen weniger und nach äußerster Osten auch ein bisschen weniger Niederschlag. Und zum Schluss werden wir uns jetzt noch die Ensembles anschauen. Für die Temperaturen 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Die Niederschlagssignale findet ihr hier unten. Und der rote Lauf ist das Mittel aller Modellberechnungen oder das Mittel aller Jahre, das Jahresmittel. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Und da sehen wir dann doch, dass wir erst hier bei überdurchschnittlichen Temperaturen sein würden, bevor es dann hier bergab gehen würde. Dazu einige Niederschlagssignale und danach pendeln wir eher bei um das langjährige Mittel herum. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch für den Osten an. Auch hier dann noch dieser Wärmeberg und dann gehen wir auch hier dann runter und dann pendeln wir auch hier ums langjährige Mittel. Von Hitze nichts mehr zu sehen. Ausreißer nach oben und nach unten sind natürlich dabei und dazu einige Niederschlagssignale. Und der Süden auch dieser Wärmeberg, dann geht es auch hier bergab mit einigen Niederschlagssignalen und zusätzlich noch der Westen. Ebenfalls dieser Wärmeberg, auch hier geht es bergab mit einigen Niederschlagssignalen, die hier vorhanden sind. Und danach pendeln wir auch ums langjährige Mittel und man geht nochmal durch alle Läufe rum. Und die sehen dann doch fast alle identisch aus. Die Wärmeberge sind doch alle fast identisch gleich hoch. Und ja, das wird sehr, sehr spannend werden, das kann ich euch versprechen. Und das war's mit diesem kurzen Update. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Wir sehen uns dann mal schauen morgen früh wieder, sonst morgen Mittag im kurzen Update. Haut rein, macht's gut.